Oh, buenos dias, Michos und meine Cabrons. Willkommen zurück hier zu Ghost Recon Wildlands. Oh, es war, ist jetzt ein bisschen länger her, dass eine Folge kam. Es tut mir leid, aber jetzt geht's hier wieder rund in Bolivien. Und wir machen jetzt diese Hauptstory weiter. Finden Sie Carsitas Assistenten. Hört sich gut an. Wir sind die sogar hier in der Nähe davon. Wir schnappen uns jetzt hier ein Bötchen und fahren da mal hin. Mal schauen, ob wir das schaffen. Also ich finde jetzt so vom Fortbewegungsmittel das Boot in dem Spiel einfach noch am lustigsten. Ich finde es einfach komisch, wie die da einsteigen. Warum laufen die nicht aufs Boot? Warum schwimmen die? Bisschen komisch. Naja. Roll? Ah, genau so. Ja, alles klar. Genau so. Ich bin jetzt, ich war gerade noch die Horizon-Steuerung gewohnt. Da hat man mit X beschleunigt, aber hier beschleunigt man ja mit R2. Genau, mit R2. Ja, doch. Da muss ich irgendwo hin, ne? Ich fahr mal... Jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal kurz austesten, wo ich da hin kann. Wo komme ich hoch? Hier sind überall Felsen. Da komme ich hoch. Da ist ein Pier. Ja, gut, ein Pier. Ein kleiner Steg eher. Bremsen, aussteigen. So, dass das Boot bitte im Wasser bleibt. Perfekt. Alright. Dann, ich will mal kurz... Ich glaube, wir holen uns zuerst mal dieses Dokument da. Das ist, denke ich mal, ein bisschen wichtig. Ja, ist auch wichtig. Komm, jetzt renn mal ein bisschen. Wisst ihr, was ich hasse an dem Spiel, Leute? Dass dauernd jemand dazwischen quatscht. manchmal hört man zu, manchmal nicht. Man weiß nie, ob es wichtig ist oder nicht. Aber wir gehen jetzt mal hier kurz rein. Upsa. Und holen uns... Okay, gut, wir gehen wieder raus. Jetzt gehen wir nochmal rein. Wir holen uns jetzt dieses Ding. Nee, nicht... Ich wollte nicht überqueren, ich wollte das holen. Nehmen. Dankeschön. Dokument erhalten, Bildhinweis, okay. Naja. Auf die Kinder achten. Die sollen aus dem Weg bleiben. So, jetzt wechsle ich mal kurz die Waffe. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden. Ja, ich weiß. Markiere Gegner. Steht Moment, das sind zu viele. Setze Drohne ein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, einmal, zweimal, dreimal. Und ich nehme den da. Ach, das war ein Zivi, verdammt. I'm so sorry, dude. I'm so sorry. Aber wir haben die erledigt. Die sind weg. Oh Gott. Nein, 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 weg, weg, weg. Ich will nicht, dass die mich jetzt jagen. Ich will da nämlich ungesehen wieder hin. Oh, das war jetzt gerade echt knapp. Das, boah, Alter, das war richtig knapp. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Hier lang müssen wir... Oh. Okay, Moment. Ich gehe wieder in die Drohne rein. Ja gut, ich stehe jetzt mitten auf der Straße. Einmal, zweimal. Tagos bestätigt. Bereit zum Angriff. Roger, Ziel erfasst. Ich sehe zwei Sicarios. Bin bereit. Okay, perfekt. Die sind weg. Ich bleibe jetzt mal auf der AK mit dem Zielfernrohr. So, die sind weg. Perfekt. Das war eine gute Kombo. Jetzt muss ich mal abchecken, wo ist der? Okay, da ist der drin. Finde den Garcia. Ich sehe Casitas Helfer. Ja, wo sind die denn? Wir haben sie aufgescheucht. Der darf nicht entkommen. Renn! Renn! Greifen!
Komm her, ey. Ja. So. Jetzt erstmal kurz in Sicherheit bringen. Jetzt können wir nämlich... Müssen wir den niederschlagen? Ach, ich muss den töten! Okay. Geschafft. Ich dachte, ich muss den verhören, aber ich musste den nur töten. Alles klar, gut. Der Helfer ist tot. Dann haben wir es geschafft. Der Helfer ist tot. Es wird nicht lange dauern, bis Cassita die Sache selbst in die Hand nimmt. Was war das jetzt für eine Aktion? Alter. Warum mucken die immer so rum? Nee, das wollte ich jetzt nicht so... Ah! Ey, 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 ey. Wo kommen die Schüsse her? Hallo, wo kommen die Schüsse her? Naja, auch nicht so wichtig. Wir können jetzt weiter. Gut, wir... Da kamen die Schüsse her. Wo bist du, du Kleiner? Hä? Na gut, wir gehen jetzt mal hier hoch kurz. Hä? Wo sind die denn? Da. Kaputt. Da oben ist noch einer. Kaputt. Wo ist denn der? Haben wir irgendeiner? Da. Dankeschön. Jetzt gehe ich mal wieder auf die andere. Jetzt gehen wir kurz auf die Map. Wir müssen jetzt hier hoch. Politiker nutzt Carcitas Resort für seine Affären. Alles klar. Beobachten Sie das Arschloch und filmen Sie den nächsten kleinen Seitensprung. Einmal. Okay. Muss jetzt mal ganz kurz was trinken. Ah, das ist zwar in der Folge immer ein bisschen doof, aber ich muss mir ein bisschen die Kehle anfeuchten, ey. Viel reden ist anstrengend. Okay, Nebeneinsatz Fahrzeugabwurf, da können wir dann Upgrade freischalten anscheinend, aber ich will die Hauptquest machen. Das heißt, wir müssen uns hier wieder ein Bötchen schnappen und da holen wir uns natürlich das neuere und schnellere. So, zack, einmal hier ruf. Anschnallen, Leute. Ach komm, ich warte jetzt nicht auf euch, das ist mir zu dumm. Geht baden. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ich muss 1 Kilometer nach... Okay, das ist ein großer See. Das sieht gar nicht so weit aus, aber anscheinend ist es brutal weit. 1,4 Kilometer, das ist echt ein großer See. Ist das überhaupt ein See? Ja, das ist ein See. Ein See, in den ein paar Flüsse münden, aber okay. Finden Sie das Zimmer des Politikers, ohne entdeckt zu... Oh mein Gott, ernsthaft wieder ohne entdeckt zu werden? Ernsthaft? Das ist uncool. Ich hasse es, mit, so, dass ich nicht entdeckt werden darf. So. Aussteigen. Und jetzt checken wir das mal ab. Zwei Sicarios. Dicht beim Lagereingang. Echt? Okay, da kann ich schon mal nicht hin, aber... Hm. Vielleicht können wir irgendwo hinklettern. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Nein. Nein, nein, das geht nicht. Ich muss mal kurz gucken. War ich da nicht schon mal irgendwie? Kann es sein? Ich muss auf die andere Seite. Auf der anderen Seite komme ich da rein. Das, war das nicht die Villa, wo ich schon mal war? Wo ich verwanzen musste? Ich bin mir gerade... Ja, doch, das war die! Ich muss auf die andere Seite. Und von da aus... dann irgendwie rein. Doch, doch. Doch, das war die Villa, wo wir schon mal waren. Also dann kenne ich auf jeden Fall einen Weg rein. Ich hoffe,
Das zählt jetzt. Ja gut, es zählt nicht. Perfekt. Ich muss jetzt mal ein bisschen abchecken, wo die ganzen Typen sind. Kaputt. Okay, ich muss jetzt nämlich hier auf der anderen Seite rein. Und dann dürfte das kein Problem sein, da irgendwie reinzukommen. Gleich kommt der Zielraum. Machen wir es leise. Okay, 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 okay. Also, erstmal abchecken. Oder nee, das war nicht. Das ist nicht dieselbe. Oh Gott. Ah! Ja. Aber wenn die mich nicht sehen, zählt das. Oh, Gott sei Dank. Oh. Das ist jetzt ein bisschen heavy. Probieren wir es nochmal. Probieren wir einfach mal unser Glück. Sneake mich jetzt. Oh Gott. Digga. Könnte ich den einfach so erschießen? Wenn ich da jetzt so links rüber gucke. Einfach in der Deckung bleiben. Und mich hier ran sneaken. Ganz leise. Und unauffällig. Oh Gott. Verzieh dich. Aber wo ist... Wo ist das Zimmer von dem? Boah, Junge, egal. Ich hole mir jetzt hier erstmal dieses... Hallo? Genau, dieses Ding. Wo ist das Zimmer von dem Sack? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Jetzt mal ehrlich. Es ist gerade ein bisschen... Musste ich da... Kommt man da irgendwo noch hoch? Ja, finden Sie das Zimmer... Ist das das Zimmer von dem oder was? Muss ich das hier vielleicht aufsammeln? Nee. Da drüben vielleicht? Kann das... Oh ja! Gut, das Einzige, was halt noch gefehlt hat, das ist es. Nice, wir stiefeln einfach rum und kein Schwein bemerkt. Alter. Wie kommt man da rein? Hier kommt man... Oh. Hier ist der Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Bleibt leise. Wenn wir auffliegen, sind unsere Tage als Spanner gezählt. Kommt man hier vielleicht rein? Nee. Wie kommt... Ja, wollen die mich... Also da kommt... Weißt du, die stehen ja einfach so rum und kein Schwein juckt's. Wie kommt man da rein? Digga, wollen die mich komplett verballern? Hä? Kommt man... Hä, hier kommt man auch nicht rein. Achso. Ja gut. Ich sollte vielleicht mal, ja. Ich sollte vielleicht, Dings lesen, die Quests. What the fuck, was machen die da? Ist ja eklig. Seht ihr, warum? Ah, jetzt mach doch endlich, ey. Das war doch fast fertig. Was zum Teufel, was für ein krankes Sexspielchen machen die da?
Okay, perfekt. Einsatz abgeschlossen. Schon? Okay. Krass. Was kommt jetzt? Jetzt habe ich anscheinend keine Mission mehr, echt? Das ist jetzt irgendwie komisch. Aber darf ich die jetzt wenigstens alle umnieten hier beim Rausgehen? Das ist ja toll. Ich wollte die schon immer übertriebenst umnieten. Den da zum Beispiel. Kaputt! So. Wir gehen jetzt einfach mal davor. Leute, und holen uns noch dieses andere Ding. Denn anscheinend haben wir keine weitere Ding. Kann ich überqueren? LOL! Nomad, die ISA hat einen Abruf abgefangen. Stirb! Zurück in Aquaverde. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend eine Party. Er versucht die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Genau das hatte ich vor. Nomad Ende. Was war denn das? Was es auch war, wir haben's. Okay, nächster Einsatz ist eingetroffen. Perfekt. Vorbei. Ich sehe mir den Scheiß noch. Stärke passt. Seht zu, dass ihr sein Gesicht drauf bekommt. Perfekt. Ah, ich glaube, das ist auch noch so eine Villa, die wir... Gegner getroffen. Die wir, Ich glaube, in der waren wir das letzte Mal, kann das sein? Zack, tot. Tot? Tot, nice. Oh, sogar Stufe 9, perfekt. Heilige... Ich glaube, ich verrecke jetzt. Ah, oh mein Gott. Ja, das waren ein paar. Oh Gott, das sind zu viele. Viel zu viel. Ach du Kacke. Kann ich bitte einer holen? Ich verrecke hier. Hilfe. 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 Dankeschön. Dankeschön, mein Lieber. Ja, ramm mir die Spritze rein, Mann. Ja, Mann. Danke. Dann können wir jetzt ein bisschen was anderes noch. Ja. Der ist kaputt. Feind getötet. Scheißdreck. Jetzt muss ich aber ein bisschen... Oh Gott! Oh. Okay. Erstmal Lage checken. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Der ist weg. Perfekt. Okay, alles klar. Jetzt hole ich mir erstmal hier diesen Punkt. Und dann verschwinden wir mit dem Lambo. Mit dem Galado. Oder was auch immer das ist. Gut. Jetzt erstmal kurz abchecken. Wir müssen auf die Insel. Auf die... Moment, ist das schon das Ende? Das ist schon das Ende. Ja, nice. Das Zeug hier drüben hole ich mir dann einfach offscreen mal. Das müssen wir jetzt nicht in der Folge machen. Aber nice, das ist jetzt schon das Ende. Er schmeißt eine Riesenparty für seine besten Kunden, die sie in Aguaverde verschreckt haben. Sprengen Sie die Party und schnappen Sie sich Casita. Ja, locker easy. Dann würde ich aber mal sagen, wir nehmen den Hubschrauber, wenn wir auf eine Insel müssen. Die werden wir jetzt schön crashen. Stopp, zuerst hole ich mir jetzt mal ein paar Fähigkeiten noch. Denn ich will jetzt nochmal ganz kurz, haben wir Tarnung, Cooldown, Krachmacher, Reichweite, was wollte ich nochmal? Fallschirm habe ich schon, okay, perfekt, da kann ich, dann kann ich nämlich gleich mit dem Fallschirm darunter. Waffe, Stabilität, zack, zack, Munitionskapazität auf jeden Fall erhöhen, Fahrzeugzerstörung geht auch. So, mal gucken. Fernglas, Zoom, Mine, Ablenkungsköder, Wärmebild. Wärmebild wäre vielleicht auch nicht schlecht. Fernglasaufklärung. Splittergranate, auch. Na gut, das geht nicht. Körper wäre vielleicht Autoschild, lautloser Lauf, Schusswiderstand. Wäre vielleicht nicht. Ja gut, geht nicht. Keine Schmerzen. Ausdauer wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, perfekt. Jetzt kann's losgehen.
Ah, jetzt werden wir die letzte aller Prüfungen. Oder? Moment. Komm, auf geht's. Jetzt fliegen wir mal darüber. Auf geht's. Oh Gott. Aufpassen! Ich will nicht hier verrecken. Wir fliegen jetzt da mit unserem schönen Hubschrauber rüber. Ah, oh Gott. Verstärkung rückt an, er ist mir egal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Sireneninsel. Aha. Ich glaube, ich lande hier auf der Insel. Und dann werden wir darüber gehen. Oh Gott. Hilfe. Okay, aussteigen. Wie steige ich aus? So. Bloß weg hier. Wieso hört er nicht auf? Ein bisschen doof gelandet, aber okay. Ah, wir sind ja auf einer verbündeten Insel Nice. Super. Naja, hier werden wir jetzt aber erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns nämlich beim nächsten Mal dann wieder. Dann mit dem finalen Bosskampf, beziehungsweise Endkampf in diesem Gebiet hier. Das zufälligerweise in der Mitte vom See ist. Ist ja gar nicht so... Moment, was habe ich denn hier? Okay. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, doch. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, würde mich sehr, sehr freuen. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Ghost Recon Wildlands. Und dann tschüss.